Achtung, dieses Video soll keine Werbung darstellen. Wenn ihr darüber nachdenkt, euren Samen zu spenden, dann guckt euch bitte vorher dieses Video an. Darin kläre ich euch erstmal darüber auf, was wichtig ist, wenn ihr eure Gameten abgeben möchtet. Hallo ihr Lieben und ganz besonders hallo Celine. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Celine hat nämlich heute am 3.5. Geburtstag, 3 Tage vor mir. Und sie schickt mir regelmäßig Ideen und Anregungen für meinen Kanal und für Videos. Und das hat mir tatsächlich das ein oder andere Mal schon geholfen. So auch heute. Sie hat mir nämlich einen Artikel von der BZ weitergeleitet, wo es darum geht, wie viel man eigentlich mit einer Samenspende verdienen kann. Es gibt nämlich gar nicht mal so viele Samenbanken, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Es ist wohl rund nur ein Dutzend der Samenbanken, die in Deutschland mit den Kinderwunschkliniken und Ärzten kooperieren. Die größte Aufwandsentschädigung erhalten Männer in Nordrhein-Westfalen, also in Düsseldorf und Hagen. Dort bekommt man pro abgegebene Spende im Durchschnitt 150 Euro. In Erlangen, also Bayern, bekommt man im Schnitt 130 Euro. Und in Ludwigsburg, also Baden-Württemberg, sind es durchschnittlich nur 100 Euro. Aber das ist sogar verhältnismäßig noch viel, wenn man an Berlin denkt. Berlin und Hamburg zahlen nämlich nur durchschnittlich 80 Euro für eine Spende. Im Normalfall geben die Samenbanken an, kann eine Person bis zu 100 Spenden abgeben. Das wären dann also auch in Berlin sogar 8.000 Euro. Man kann also auf den bundesweiten Durchschnitt rechnen, dass es ungefähr immer so um die 110 Euro für eine Spende gibt. Hierbei sei aber auch zu beachten, dass pro Probe, die man abgibt, ja auch mehrere Kinder gezeugt werden können, da diese Proben mehrfach verwendet werden. Es wurden hier auch noch 20 andere europäische Städte verglichen und das meiste Geld gibt es überdurchschnittlich in der Schweiz, in Zürich, und zwar bekommt man da pro Spende 2.000 Euro. Ich hoffe jetzt nicht, dass durch mein Video ein Samenspender-Tourismus in der Schweiz startet, aber das ist schon echt heftig. Direkt daneben in Österreich sind es wieder nur 100 Euro und in Helsinki in Finnland bekommt man durchschnittlich 447 Euro. Interessant ist auch, dass das zulässige Alter für Samenspender in den Bundesländern auch variiert. Während man in Erlangen 20 bis 50 Jahre alt sein darf, ist es in Düsseldorf nur 18 bis 38 und in Berlin 20 bis 38 Jahre. Also ab 38 gehört man da schon zum alten Eisen. Einerseits sage ich mir, okay, man ist ja ab 39 jetzt nicht irgendwie zu alt, um Kinder zu bekommen. Und eigentlich müsste das ja auch noch bis 50 gehen, wie in Erlangen. Aber wenn man sich überlegt, dass die Kinder dann halt vielleicht gar keine Chance mehr haben, die Person irgendwann mal kennenzulernen, dann finde ich das Höchstalter von 38 in Berlin doch schon angebrachter. In Wien kommt zu der Altersspanne 18 bis 35 dort noch ein anderes Kriterium hinzu. Und zwar müssen die Spender dort eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium haben. In Belgien hingegen ist sogar eine finanzielle Aufwandsentschädigung strikt verboten. Die Personen, die dort Samen abgeben, bekommen lediglich die Fahrtkosten erstattet. Doch in Paris und Vilnius, da wird noch nicht mal die Fahrtkosten erstattet, sondern die Personen bekommen da einfach nur eine kostenlose Untersuchung ihrer Samenqualität und erfahren, ob sie halt irgendwelche Sexualkrankheiten haben. Anscheinend sind diese beiden Anreize schon genug, um tatsächlich seinen Samen abzugeben. Es ist also wirklich interessant, wie unterschiedlich die Länder mit solchen Dingen umgehen und es tatsächlich sogar innerhalb eines Landes, also wie in Deutschland jetzt, unter den Bundesländern unterschiedliche Regelungen gibt. Natürlich ist es nichts, womit man wirklich reich werden kann, das ist ja auch ganz gut so. Aber ich finde schon, dass auch eine gewisse Aufwandsentschädigung geben muss, damit auch der Akt als solches als wichtig angesehen wird. Vielleicht denkt der ein oder andere ja auch darüber nach, Moment mal, ich bekomme hier 150 Euro dafür. Das kann ja nicht einfach nur dafür sein, dass ich mir einen runterhole. Vielleicht hängt da ja doch noch ein bisschen mehr dran.
Und wie ich es auch am Anfang schon gesagt habe, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, euren Samen abzugeben, schaut euch bitte mein Video dazu an, denn es hängt da einiges mehr dran als einfach nur, naja, ihr wisst schon. Die Preise sind natürlich nach aktuellem Stand im April 2023. Kann natürlich sein, dass sich das alles auch wieder ändert. Aber ihr, trotzdem habt ihr jetzt erstmal einen Überblick bekommen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch und ihr bleibt dran. Bis dann.